Peter Schmidt, Brexit-Spiele, US-Banken gegen Euro, EU ist stärker. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Peter Schmidt. Zwischen 2010 und 2012 hatten wir ein paar Mal auch die Griechen- und Schuldenkrise auf dem Neuschwarmland-Treffen besprochen. Zunächst sah ich mir die Zahlen zu Europa und USA an und ich stellte fest, dass erstens Deutschland mit Frankreich einen größeren Handel betreibt als mit den USA. Zweitens, Deutschlands Exporte gehen zu großen Teilen nach Mittelasien und Fernost. Drittens, die drei größten Bruttoinlandsprodukte, BIP genannt, wurden damals von Deutschland, Frankreich und Italien erwirtschaftet. Viertens, es drückten sich mehr Europäer in Euro-Währung aus als Amerikaner in US-Dollar. Die Zahlen liegen bei 320 Millionen Europäern zu 296 Millionen US-Amerikanern. Fünftens, beim BIP von Griechenland und deren Schulden war klar, dass die Europäische Gemeinschaft helfen muss. Was war passiert? Obwohl Griechenland die Kriterien für den Euro kaum erfüllen konnte, war Griechenland auf SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröders Drängen in die Eurozone aufgenommen worden. Während in Deutschland die Agenda 2010 für prekäre Einkommen sorgte, haben sozialistische Regierungen Griechenlands für hohe Löhne auf Kredit bei Goldman Sachs gesorgt. Der Spiegel druckte ein Streitgespräch von den Wirtschaftsweisen Peter Bofinger und Stefan Homburg am 20.12.2010 ab, wobei Stefan Homburg fragte, Zitat, ein griechischer Lokführer verdient 5.000 Euro netto im Monat. Spanische Fluglotsen kommen auf 300.000 Euro im Jahr. Wollen Sie den deutschen Arbeitnehmern, die seit langem Schlusslichter bei der Lohnentwicklung sind, wirklich zumuten, derartige Einkommen mit noch höheren Steuern zu finanzieren? Zitat Ende. Im ARD-ZDF-Mittagsmagazin wurde zu der Zeit der ständigen Berichte um die Krise ein Grieche in Athen zu Wort gelassen, der in einem Satz die ganze Wahrheit sagte, Zitat, wir Griechen werden von US-Bankern missbraucht, um den Euro kaputt zu machen. Am 18.11.2011 erklärte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble beim European Banking Congress in Frankfurt am Main einiges zur eingeschränkten Souveränität Deutschlands und der aller anderen EU-Staaten sowie zur Gesetzes- und Steueranpassung und dass am Ende alle Staaten der EU die Euro-Währung haben werden. Wolfgang Schäuble schlug in England ein wie eine Bombe. Gleich darauf titelte die Daily Express, Zitat, Germans declare war on our pound. Also die Deutschen erklären unserem Pfund den Krieg. Wie sich die Zeiten ändern. Auf der Titelseite des Daily Express vom 24. März 1933 stand, Zitat, Judea declares war on Germany, Zitat Ende. Obwohl es nur um bedruckte Geldscheine geht, wieso spielen die Engländer Krieg? Natürlich kann man sagen, solange ein Friedensvertrag zwischen den Alliierten und Deutschland mindestens in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 und richtiger Deutschland in den Grenzen vom 31. August 1939 fehlt, tobt noch der Zweite Weltkrieg oder es herrscht die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Dazu passt der Artikel von Peter Mühlbauer auf heise.de, der hier abgedruckt ist, der fast einen Monat nach der bombigen Rede von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit dem Titel, Zitat, politische Autobahn, Europa als nationalsozialistische Idee, am 15. Dezember 2011 erschien. Im Artikel erzählt Peter Mühlbauer, dass im Dritten Reich unter anderem der Wirtschaftsminister Walter Funk 1943 das neue Europa ohne Zölle im europäischen Binnenmarkt und mit einer Einheitswährung plante. Ich wiederhole, mit einer Einheitswährung plante. Zeitlich zuvor erklärte China im August 2011, aber noch während im BRD-Fernsehen die Griechenland-Schuldenkrise tobte,
dass der US-Dollar seine Funktion als Leitwährung erfüllt hat und dass China ab sofort auf den Euro setzt. Zum Beispiel in der Berliner Morgenpost vom 7.8.2011. China war also schon 2011 klüger als England, beziehungsweise China ist klüger als der britische Premierminister David Cameron. Weil die Europäische Union die Griechenland-Schuldenkrise meisterte, wurden gewisse Kreise in den USA nervös. Am 31. Oktober 2014, also am Reformationstag, beschimpfte US-Präsident Barack Hussein Obama Deutschland, weil so viel verdient würde, dass man die Europäische Union durcheinander und sogar die Weltwirtschaft durcheinander bringen würde. Ich empfand das als eine Kriegserklärung der USA gegen Deutschland. Zugleich erklärte Obama damit eine neue Wirtschaftstheorie, denn bisher galt der als Gewinner im Kapitalismus, der am meisten umgesetzt hat, der am meisten verdient hat. Und jetzt soll man sich für den Erfolg schämen, sich entschuldigen? Was folgte, war der nächste Angriff auf die Eurozone mittels syrischer Flüchtlingskrise. Das Magazin info-direkt.at teilte am 5. August 2015 mit, dass Flüchtlinge mit bis zu 15.000 Euro für die Flucht nach Europa von US-Organisationen ausgestattet werden. Zuvor titelte das Kompakt-Magazin im November 2014, Zitat, ISIS, die unheimliche US-Kreatur, Zitat Ende, womit klar sein sollte, dass Terrorgruppen in der Welt auf der Gehaltsliste von US-Bankern stehen. Man erinnere sich an das Bankertreffen auf Jekyll Island von 1910, von dem aus die FED, IAS, drei Weltpläne geplant wurden, die von US-Bankern und den Logen in London und Paris finanzierte Terrorgruppe Schwarze Hand ermordete am 28. Juni 1914 den Kronprinzen Franz Ferdinand von Österreich und seine Ehefrau Sophie in Sarajevo. Bekanntlich löste die Ermordung des Kronprinzen den Ersten Weltkrieg aus. Nach der Griechenland-Krise 2010, der Flüchtlingskrise 2015, sind die Brexit-Spiele, der dritte Angriff von US-Bankern George Soros, um den Euro kaputt zu machen. Salopp könnte man formulieren, wir Griechen werden von US-Bankern missbraucht, um den Euro kaputt zu machen. Wir Flüchtlinge werden von US-Bankern missbraucht, um den Euro kaputt zu machen. Wir Briten werden von US-Bankern missbraucht, um den Euro kaputt zu machen. Euroland ist stärker. Der Euro ist eine stehende Armee, sozusagen eine neue europäische Wehrmacht. Die US-Banker haben die Macht, die 320 Millionen Menschen in einer Währung haben, die sich in Euro ausdrücken und wirtschaften, völlig unterschätzt. Wie sage ich häufiger zu den Plänen der US-Elite? Das ist wie bei Egon von der Olsenbande. Egon hatte einen Plan, der war mächtig, der war gewaltig. Und Egon Plans ging schief. Es ist ein Geschenk des Lebens, in Deutschland geboren zu sein. Wir Glücklichen, wir leben im heiligen Land. Ich bin gesund, Gott danke, Tor danke, Wotan danke. Peter Schmidt, Kramsterweg 23, 14163 Berlin, den 3. Juli 2016, Öffentlichkeitsfunkfon 01520. Anschluss 5914754. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.